Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Rising from the Ruins. Ich bin wieder Ulle Ulle und heute sind wir wieder mal mit Lashfeld unterwegs, diesmal auf seinem Skorpion, Jagdpanzer. Das Ganze auf der Karte Wadi. Das Gegnerteam ist, glaube ich, nicht ganz so gut aufgestellt wie das Team von Lashfeld. Er fährt auf alle Fälle erstmal Richtung Hügel. Da kannst du in alle Positionen kannst du snipen. Das ist, denke ich, die beste Alternative, die er hier hat. Der KV-13 hier macht, würde ich gerne mal wissen wollen. First Blood. Okay, das Gegner-Team hat schon mal einen ersten Light beim Lashfeld im Team rausgenommen. Wahrscheinlich wieder so ein Solo-Move-Künstler. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ziel. Wirkungstreffer. Okay, jetzt versucht das Gegnerteam schon den ersten Druck aufzubauen und zu cappen. Okay, der KV-13 hat sich nicht ganz so schlau angestellt. KV-13 schieben wird nicht viel werden. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. So, da hat sich das für den Jagdpanzer auch schon geklärt. Jetzt verlagert er sich auf alle Fälle, das ist schon mal gut.
9 zu 8 steht's. Sechshundert Damage hat er schon immer auf der Uhr stehen. Es gibt schlimmere Runden. Und da ist er schon das nächste Ziel. Nee, von da aus kommst du nicht dran. Okay, ist nicht mal gespottet worden von der Arti. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Don't kill. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Und da ist die erste Arti schon mal Geschichte. So, irgendwo muss der Löwe noch sein. Ja, da ist er ja. Hat gerade ein IKV, glaube ich, rausgenommen. Okay, okay, Captain. Nee, doch nicht. Oder doch? Ist sich nicht ganz schlüssig, unser Herr Löschfeld. So,
So, das war dann auch das Ende von der Arti. Und der Löwe durfte, glaube ich, so wie ich das gerade gesehen habe, bloß noch 1% haben. Das ist natürlich mies gegenüber der Arti, wenn er mit paar HP dann stehen bleibt. Und das wird schwierig für den Löwen, den Skorpion zu outspotten. Eigentlich unmöglich. .300 Schaden hat er schon gemacht, also ja, da ist der Löwe mit 1% versucht das doch noch rumzureißen. Versucht erstmal wieder zuzugehen. Versucht das Ganze jetzt auf alle Fälle über die Distanz zu machen. Oh, Löwe hat ihn sogar gespottet. Wo bleibt er? Jetzt muss er aufs Ganze gehen. 27 Sekunden. Oh, sogar von hinten. Ultra Kill.
Der gute Mann wird sich jetzt bedankt haben. Aber schönes Match. So, kommen wir nochmal zu den Postgame-Stats. Das war erste Klasse-Runde. Kämpfer, weil er 4 Kills hat. Ich glaube, das ist, wie hieß denn das gleich? Löwe von Sinanem oder sowas. Also, dass du so viele deutsche Panzer, glaube ich, gekillt hast. Duellant, Wirkungsfeuer und die Pascucci-Medaille. 2295 Schaden gemacht, 266 ermöglicht. Gerade so am besten Schaden gemacht oder am meisten Schaden gemacht. Nur im Gegnerteam, der hat noch etwas mehr, der Löwe. Das Ganze 66.288 plus gemacht, aber ist keine Reparatur, noch keine Munition aufgefüllt, weil das macht unser Lashfeld immer manuell. Okay, wenn es euch wieder gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.